Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, ich musste hier nochmal neu laden, weil wir hier festgesteckt sind. Wir kamen hier nicht mehr raus. Und jo, hier gibt es ordentlich wieder was zu sammeln, mitzunehmen. Nice, immerhin. So. Und ich habe dieses Mal vor, damit wir hier Ausgänge finden. Damit wir auch wissen, wie wir hier wieder rauskommen. Ein bisschen auch hier zu speichern, bevor wir irgendein Portal betreten. Kann sein, dass wir eventuell ein paar Speicherstände mehr machen müssen. Hier war noch eine Tür. Ja, hier war die Tür. So, und dann schauen wir mal hier. Genau, hier haben wir ein Portal. Und da hinten müsste man noch einen gehabt haben. Boah, schreck mich nicht. Der hat mich jetzt erschrocken. So, und dann haben wir hier noch eine Tür, aber gibt es hier noch irgendwie vielleicht eine? Eine weitere Geheimtür? Nur die Treppe da unten, okay. Und ansonsten nur die hier. So, dann die Frage ist, wie weit werden wir hier eigentlich vorankommen? Wir werden viel speichern dürfen, viel laden dürfen. Den haben wir auch kaputt. Und jetzt werden wir erst einmal noch mal kurz zum Ausgang gehen, alles einlagern in unseren Wagen. Und dann suchen wir uns einen der beiden Portale aus, die wir jetzt gerade hier haben. War doch hier, oder? Zum Ausgang. Genau, hier ist der Ausgang. Also, übrigens nur als Info, ich habe auch ein bisschen was geändert. Wir können jetzt sehen, was für ein Material das ist. Habe ich ein bisschen umgestellt. Dass wir bei Schildern und Helme jetzt sehen können, das ist nur dank der Unity Engine möglich, dass wir das sehen können. So. Dann warten wir hier nochmal ganz kurz. So, wir sind vollständig geheilt. Und dann gab es hier den ersten. Das machen wir mal auf die 2. Oder doch nicht? Hatten wir hier ein Portal? Nee. Ich glaube, dann ist das hier wahrscheinlich der Ausgang. Von hier kommt man wieder raus. Gehe ich von aus. So, dann suchen wir mal hier hinten. Versucht hier jemand irgendwie was aufzumachen? Aufzukloppen? Also, das hört man auf jeden Fall. Ist hier aber eine Geheimtür vielleicht? Versteckt. Von der ich irgendwie nichts erblicken kann. Ach, hier haben wir ein Portal. Und hier oben war doch auch noch einer. Okay, jetzt ist die Frage. Genau, hier war einer. Welchen nehmen wir? Okay, wo kloppen die sich? Oder wo haben die. Jetzt komme ich nicht raus. Wo haben die Türen aufgeschlagen?
Jetzt will ich es wissen. Gut, hier machen wir jetzt ein Safe Game auf die 2. Weil der andere hatte nicht funktioniert. Okay, der hat uns jetzt von hier unten nach hier oben gebracht. So, okay, Safe Game trotzdem auf die 2 dann, wenn das derselbe Bereich ist. Okay, hier will der jetzt. Komm. Ich mach die kaputt. Okay, dann fangen wir mal hier an. Ich wette, hier werden wir auch noch irgendwie rein bzw. rauskommen. Hier haben wir ja auch noch ein Portal. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal um. So, geht kaputt. So, das ist der, wo wir letztens draufgesprungen sind. Und nicht mehr zurückkamen, weil wir keinen Ausgang mehr gefunden haben. Ich würde dann sagen, wir nehmen den hier. Machen hier nochmal ein Safe Game. Ich glaube, diesmal nicht. Die 2 hatte schon irgendwie Sinn gemacht. Na komm, wir nehmen diesmal die 3. Genau, hier hatten wir auch letztes Mal gespeichert gehabt. So. Ah! Was haben wir hier drunter? Warte mal. Der gefällt mir mehr irgendwie. So, wenn ich jetzt auf Use drücke, kann man da nichts ändern. Okay. Zieh mir den wieder an. Okay, jetzt sind wir hier gelandet. Aber ich glaube, das war das, was wir zuerst hätten machen müssen. Vielleicht auch noch einmal den hier. Ja, jetzt sind wir hier. Okay. Wo waren wir vorhin gelandet? Genau. Hier waren wir, wo der Hebel war. Von hier kamen wir dahin und von hier dann hierhin. Ah, okay. Und das ist jetzt der, wo wir wahrscheinlich feststecken sollen oder würden. Zur Not haben wir ja gespeichert, dass wir nochmal laden können. Aber wo sind jetzt die wunderschönen Nymphen hin? Ich vermisse jetzt meine Nymphen. Ich finde schade, dass die jetzt hier nicht da sind. Hier sind eher jetzt hauptsächlich Greifen und so. Aber okay, hier sind wir jetzt, wo wir festgesteckt sind. Beim letzten Mal, der Bereich. Und ich hoffe, wir kommen jetzt dieses Mal weiter. So, komm. Das muss jetzt... Hallo. Okay, sind das Nymphen, die da hinten kämpfen? Oder ganz normale andere Frauen? Nee, da fehlt dieses Lachen. Ja, ich bin momentan sehr, sehr stark auf die Nymphen fokussiert.
Ich mag die. Die haben ein schönes Lächeln. Die Nymphen. Alter, wie lang soll ich noch dagegen boxen hier? Ein Grizzlybär ist gestorben. Was hat ein Grizzlybär hier zu suchen? This is a ma- Magical. Ach, nee. Wie kriege ich den jetzt auf? Muss ich hier vielleicht irgendwas gegen machen? Einmal gegenklicken. Boah, ich hasse diese magischen Türen, wirklich. Aber der war doch aber letztes Mal nicht magisch versperrt. Okay. Baba, nice. Das ist ein Lever Tower Shield, okay, Longshirt. Nehmen wir trotzdem mal alles mit. Dwarven Wakatsashi. Bär hat nichts. Was ist denn das? Tiger? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. So. Hier gibt es aber nur diesen einen Portal, oder? Oder gab es hier unten noch irgendwie einen Weg, den ich nicht gesehen habe? Hier waren wir ja gerade, aber wo wir irgendwie nicht wieder hin können. Aktuell noch zumindest. Ich gehe erstmal nochmal runter. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein Portal haben. Aber ich glaube, hier gab es ja nur den. Oder noch einen Weg. Ne, hier gab es sonst nichts mehr. Okay, uns bleibt wohl nichts anderes über, als den ein Portal zu nehmen. Und dann schauen, wie es dann gleich da aussieht. Aber wir haben dieses Mal was anders gemacht als zur letzten Aufnahme. Als zur letzten Folge. Weil wir dieses Mal zuerst den Hebel gefunden haben. So, den haben wir. So, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ob es dieses Mal eine Lösung gibt. Stimmt, hier führt es ja weiter. Hier war doch auch so ein Raum. Da komme ich aber nicht hin. Wofür habe ich jetzt den Hebel betätigt? Was hat der Hebel gemacht? Und wo sind die ganzen Nymphen? Na jetzt echt, wofür war jetzt der Hebel, den wir jetzt betätigt hatten? Wie ich hier nicht rauskomme. Jetzt sind hier nur noch Greifen, wirklich. Ich vermisse die Nymphen. So, wo geht's hier lang?
Achso, wir gehen hier wieder zurück, oder wie? Ja, hier gehen wir aus Versehen wieder zurück. So, dann hier lang. So. Einmal hier durch. Jetzt sind wir wieder hier. Aber wofür war jetzt der eine Schalter hier, da oben, wenn ich den wiederfinde? Was hat der ausgelöst? So. Komm. Und hier nochmal. So. Wir müssen hier ganz genau jetzt mal schauen. Irgendwas muss der ja gemacht haben. Vor allem da hinten sind da auch irgendwo noch Leute, Gegner. Boah, wer weiß, vielleicht ist hier auch irgendwo an der Decke eine Öffnung, die ich nicht gesehen habe. Einmal die Decke absuchen. Boah, ich würde aber auch gern wissen, wie viele von euch diese Quest hier schon mal gemacht hatten, diesen Dungeon, und auch noch nicht gewusst haben, wo lang. Sie damit vielleicht noch irgendwas machen? Kann ich den irgendwie mitnehmen? Muss ich Zaubersprüche lernen? Wenn es heißt, dass ich jetzt vorher irgendwie einen Feuerzauber lernen muss, damit ich das eine Ding da anzünden kann, damit ich dahinter durch kann zu der Tür, dann würde ich noch einmal komplett laden, mir irgendwo einen Feuerzauber herholen, keine Ahnung, wo ich den herhole, damit ich Feuer speien kann, sage ich jetzt mal so. Dann würde ich das hier nochmal machen wollen, aber das ist ja aktuell eine Quest. Auch. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Ansonsten, ich bin hier jetzt wirklich überfragt, wie ich hier weiterkomme. Ich habe hier jetzt einen Hebel betätigt, der jetzt aber auch ernsthaft? Das war das, was ich machen musste? Einmal alles removen. So. Aber Frage, ist unsere Quest denn erfüllt? So. Modric Game House of Wareth has sent me to find a slay and slay a nightbait called Lysausaford, who is linking around in the cable of Morgan. I have 13 days to accomplish this. Aber wir haben den immer noch nicht gefunden. Und ich hoffe, dass das hier vielleicht jetzt doch möglich ist. Nein, immer noch nicht.
Wir haben wenigstens einen Weg gefunden. Warte mal, wir können ja jetzt. Ich würde sagen, aber hier machen wir auf die 1. Kann ja noch passieren, dass wir vielleicht doch noch mal irgendwo feststecken. Hier ist offen. Jetzt mittlerweile. So. You have killed a week for the night battle. Alter. So kompliziert. Und nicht mal eine Nymphe war jetzt hier. So, Iron und Steel. Was haben wir hier? Adamantium Grace. Das war jetzt so kompliziert, aber okay. Jetzt haben wir es geschafft. Und nochmal zurück. So. Machen wir hier Safe Game auf die 4. Wir haben das geschafft. So. Dann, wo hatten wir die Quest angenommen gehabt? Wayrest. Okay, dann auf nach Wayrest. Ah, übrigens, ja, ich habe das hier auch geändert, dass das jetzt eher so aussieht. So, hier haben wir Wayrest. Dann reisen wir dahin zurück. So, und hier Safe Game auf die 1, dass wir wieder zu Hause sind. Hier müsste es auch eigentlich ein bisschen anders mittlerweile aussehen. Wohl eher nicht. Aber okay. Boah, aber die Quest, die hat mich auch vom Kopf her auseinandergenommen. Also der Dungeon, nicht die Quest an sich, sondern der Dungeon. So. Und da bin ich jetzt echt froh, dass wir es geschafft haben, da rauszukommen. Aber ich finde es auch schade, dass die Nymphen alle weg waren. Die hatten alle so ein sympathisches Lachen, wirklich. So. Da haben wir die Gilde. Ja. Die Ritter der Rose. Ah ja, genau, die haben erst um 11 offen. Dann können wir mal ein bisschen wieder verkaufen gehen. So, wo hatten wir den Laden gehabt hier? Hier hatten wir doch irgendwo einen Laden, ne? Das hier ist es. So, dem können wir die Ingredients verkaufen. So, sonst haben wir nichts. So, da hinten haben wir wieder die Waffenläden und Schmieden. Ach so, die, ja, okay, komm, dann. Noch mal eine Stunde. Der hat immer noch nicht geöffnet. Noch mal. So, jetzt können wir hier rein. Was hat er hier so im Angebot? Was haben wir hier? Elfen. Okay. So, Chain. Yeah. Elfenbogen. Nee, danke. So. Was haben wir? Handschuhe haben wir hier nicht so gutes. Okay. Sechzehntausende. Alles klar. Okay, 7.400 geht auch. Damit wir jetzt wieder auf 10.000 sind.
Wir gucken trotzdem mal bei dem anderen gegenüber nochmal vorbei. Vielleicht hat er auch noch irgendwas Gutes. Vor allem, der hat auch hier ein Regal einfach mal mehr. Nee. Ja, okay. Wieso müssen wir noch verkaufen? Warte, wie, was ist das? Achso, 9.34 Uhr, okay. Hat das jetzt der nächste Laden? Ja, das war der, aber ist nicht der, den wir suchen. Da, Equipment Store. Da hinten. Da müssen wir noch ein bisschen verkaufen. Ich laufe auch einfach mal dran vorbei. Natürlich, hier. So. Ja, auch nochmal ordentlich Geld. Okay. So. Sorry, irgendwie, ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Hals oder so, dass ich irgendwie die ganze Zeit kurz mal mein Mikro ausschalten muss und dann einmal kurz husten. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber gefällt mir irgendwie nicht, aber naja, kann man jetzt vielleicht was ändern. So. Und dann hier Richtung Süden. Genau, noch weiter da. Da haben wir noch was, nämlich zum Verkaufen. Nee, das ist der falsche Laden. Ich suche den mit der goldenen Flasche drauf. Den Doktor, oder wie der heißt, da. Jetzt kommt es einer von denen da hinten, oder die hier. Aber egal, wir rennen da trotzdem jetzt mal hin. So, da vorne. Das hier müsste es sein. Ja, das ist er. So, Cell. Genau, den Belt noch und dann haben wir das. Die 5 Gold waren es mir wert. Was hat er eigentlich so hier im Sortiment? Bisher noch nichts. Mithril. Ja, ist besser, finde ich, definitiv. Wir haben ja momentan alles eher so noch Dwarven. Außer Mithril, Mithril, Mithril und Adamantium. Ja, war es mir aber auch auf jeden Fall wert, so viel Geld dafür jetzt auszugeben. Aber egal, wir gehen jetzt noch mal kurz zur Bank, alles noch mal einlagern, was wir jetzt noch auf Tasche haben. Und dann geben wir gleich noch mal die Quest ab. Und jetzt kommt, jetzt hätten wir das nicht ausgeben brauchen.
haben unser Vertrauen da bei denen verdient, bei der Rosengarde. Und hätten dann auch noch so einen Mithril-Handschuh oder noch besseres bekommen. So, genau. Oder wir gehen erstmal hier rein. So, 2 Stunden. Einmal kurz warten. Können wir es jetzt mal abgeben? Maybe you are not as bad as they say, Maxtius II. You have earned a bit of respect with this knightly order. So, let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. Nee, machen wir gerade erstmal lieber noch nicht. Erstmal zur Bank. So, Receiver. My reserves are reserved for members only. Okay, der mag uns nicht. Ich glaube, wir können das irgendwie nicht bessern oder so mittlerweile. Wir können hier Quests bekommen. Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. So, 4, 4, 9 und 2. So, noch ein bisschen, dann können wir uns endlich mal ein Schiff kaufen. Und wir haben ja eigentlich hier... after you use the time wisely... Ne. Prince Lothar Castle Sentinel. Und Letter Morg... Dear Max, my eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Weyrest. I have some most interesting tidbits that I am sure you would enjoy hearing. Morgia, Princess of Weyrest. Ja, dann lassen wir das uns nicht zweimal sagen. Dann gehen wir jetzt endlich mal wieder dahin. Und machen schon mal vielleicht ein bisschen was wieder für die Hauptstory. So, hier geht's rein. Achso. Ich hatte kurz gedacht gehabt, das wäre irgendwie sowas wie das hier. Die Bank. Okay, dann suchen wir mal jetzt Morgia. Weil die ja eine Aufgabe für uns hat. Das lädt jetzt erstmal. Vielleicht machen wir nochmal ein Safe Game auf die 1. So, wo ist Morgia? Ich glaube, das war Morgia. Princess Morgia. Okay. Any news? Where am I? Andrew Woodsley, the Sea Sky. Irgendwie bringt's mir gerade gar nichts hier. Ah, warte mal, nochmal die. Genau, Morgia, Princess of Weyrest. Das ist ja die. So, interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Weyrest. I have some most interesting tidbit. Yeah. Aber ich glaube, das bringt mir gerade gar nichts. Any news? Hello, do you have any interesting gossip? Lysausa Wickford's story just proves it. You don't play around with the Knights of the Rose. Ja, danke.
So. Order of the Lamp, the Order of Arkai, the Resolution of Sen, the Benevolence of Mara, the Akatosh Sentry, the School of Julianus, Temple of Stendar, Kynaret, Knights of the Circle, Knights of Iron, the Maran Knights, the Order of the Hour, the Knights Mentor. Alter, so viele. Knights of the Dragon, die kennen wir ja. Knights of the Rose, die kennen wir ja auch schon mittlerweile. Flamme, the Horse of the Horn. Okay, gibt's schon. House of Dibella. I am seeking information on the House of Dibella. The House of Dibella, let me remind you that I am nobility and you are not scum. Go away. Okay, die mag mich nicht mehr. Was mit der Valencia? Die hat nichts für mich. Er hat nichts für mich. Er hat nichts für mich. Komm, die muss doch bestimmt wieder was für mich haben. Auch nicht. Auch nichts. Die sieht wichtig aus. Auch nicht. Die hat nichts. Mit ihm kann ich nicht quatschen. Mit der wahrscheinlich auch nicht. Er hat auch keine Quest. Na, mit dem kann man gar nicht quatschen. Die schöne Frau hier hat auch nichts. Was mit ihm? Auch nicht. Er vielleicht? Ich glaube, ich habe hier jetzt gerade wirklich meine Zeit einfach verschwendet, hier hinzugehen. Der Doppel. Jetzt fällt mir erst auf, dass hier sein Gesicht ist. Habt ihr da gehört? Ich habe hier gerade irgendwo ein Monster gehört, glaube ich. Ja. Und jetzt kommen die schon wieder. Ab hier ist Dungeon. Okay. Ja. Keine gute Idee. Aua. Machen wir schon wieder Blödsinn hier. Aber wir waren ja irgendwie mal hier ein bisschen. Genau, hier war es falsch. Autsch. Nee. Irgendwo ging es doch weiter. Wir waren ja irgendwie mal weit gekommen. Autsch. Schießt die gegen mich oder schießen die Gegner sich gegenseitig ab? Ich glaube, die haben sich gegenseitig abgeschossen. Ja. Jo, wie viele? Hier wäre keine gute Idee. Denn wir waren ja hinten irgendwie, nicht hier vorne. Ja, wir werden jetzt so oder so drauf gehen. Komm, töte mich. Ja. Aber das war es nochmal wert hier, weil ich jetzt wissen wollte, wo das Monster herkam, dieses Geräusch, was wir hier gehört hatten. Dann gehen wir hier aber jetzt mal wieder. So.
Dann bleibt uns wohl nichts anderes über, als nochmal ein paar Quests für die Rosengarde zu machen. Da ist der Ausgang. In der Hoffnung, dass die uns vielleicht doch noch akzeptieren und Ausrüstung geben. So. Komm, wir machen das. I am Mordoric Hjimhouse. You are not a member of this knightly order. We are not sure if you can be trusted yet. If you were to slay the leader of the band of orcs troubling our area, it might change our minds. Do you have the stomach for such work? Yes. Kill as many orcs as you can, but be sure to kill their leader, Asmith. The fool band is hiding up on Tower Uthinstir. If you are not back in 17 days, I will know you are the coward everyone says you are. Dankeschön. Ich bin gerne der Coward. Was auch immer Coward heißt, muss ich mal nachher schauen. So, jetzt welches? Tau Uthinstir. So. Dann suchen wir das mal. Tau wer? Uthinstir. Ähnlichen gibt es nicht. Okay. Da hinten ist es. So. Und los. Hier können wir wieder ein Safe Game auf die 4 machen. Okay. So. Wir gehen erstmal hier rein. Nice. Ah, okay. Kommt da jetzt was hoch? Ja, da kommt jetzt was hoch. Aber ich sehe jetzt erst, wir sind schon bei 40 Minuten. Dann würde ich sagen, das hier machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao!